Willkommen zurück zu Minecraft Bedrock Redstone Mechanics. Und ich bin wieder da. Kein Fahrstuhl, nein. Tut mir leid, der ist noch nicht fertig. Aber dafür habe ich etwas anderes dabei. Und zwar einen automatischen Ofen. Ja, recht klein. 4x3 Blöcke. Hinten ist auch eine Menge Platz. Ich weiß nicht, wie man das anders macht. Ich hätte gerne noch mehr Platz gespart, ja. Aber das ist er auf jeden Fall. Und ja, wie man den macht, zeige ich euch nach dem Intro. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was ich als nächstes machen soll, schreibt das mal in die Kommentare. So, da haben wir das. Das ist hier unser Ofen. Ich habe da auch schon was drin gemacht. Aber ich würde mal sagen, ich zeige es euch einfach nochmal. So, dann nehmen wir uns Kartoffeln. Müssen ja nicht viel sein. 14 Stück sind auch schon zu viel. Ein paar weniger. Ja, dann holen wir uns noch Kohle. Ist zwar schon Kohle drin, aber kann man ja noch mehr nehmen. Also, in die rechte Truhe packen wir die Kohle rein. Die landen dann hier im Ofen. Und in die mittlere Truhe machen wir zum Beispiel jetzt Kartoffeln rein. Könnt natürlich alles machen, was ihr wollt. Das ist ganz eure Entscheidung. Und das brennt jetzt hier oder backt durch. Ihr habt gesehen, da gab es so einen kurzen Impuls. Ich warte noch mal kurz. So, also da kommt der kurze Impuls. Also wenn hier die Sachen fertig werden, also hier im Ergebnisfach sind, also wenn es fertig ist, dann landet es hier im Trichter. Der geht dann hier in den Auswurfblock. Der Komparator wird aktiviert, der aktiviert den Block, der aktiviert das Redstone, aktiviert hier den Verstärker, aktiviert den Block, deaktiviert die Fackel, deaktiviert den Block. Und danach, wenn das nicht mehr hier drin ist, dann geht das wieder aus, das geht wieder an und das geht wieder an. Und das schickt dann die Items ganz schnell nach oben. Ja, das war eine schnelle kleine Erklärung, wie das ganze Ding hier funktioniert. Und da brennt gerade die letzte Kartoffel durch. Aber wir schauen uns mal an, was wir dazu brauchen. Also wir brauchen einen Redstone, eine Fackel, einen Verstärker, einen Vergleicher, 3 Auswurfblöcke, 4 Trichter, 3 Truhen, einen Ofen und 3 Quarzblöcke. So, dann können wir auch die Kiste wieder wegmachen. Die brauchen wir nicht. Also haben wir jetzt hier unsere Grundplatte, 4x3. Und wir schnappen uns hier diesen Block, also unten und Mitte links, würde ich sagen. Packen wir einfach mal einen Auswurfblock hin, stellen uns drauf, schleichen, springen und bauen einen Block, und zwar zweimal. Haben wir das. Dann stellen wir uns so rum drauf, also schräg, packen eine Kiste drauf, eine Kiste dran und noch eine Kiste dran. Jetzt schauen die seitlich, das verhindert einfach, dass die Items, dass die Kisten sich miteinander verbinden und die Items da landen, wo sie nicht landen sollten. Gut, dann schleichen wir nochmal, packen an die beiden Kisten Trichter ran, hier in die Mitte einen Ofen, da dran noch ein Trichter und unter den Ofen noch ein Trichter. Dann gehen wir auf die Rückseite, packen hier an den unteren Auswurfblock einen Komparator dran, einen Quarzblock drauf, einen Redstone und einen Verstärker, einen glatten Quarzblock, eine Redstone-Fackel und noch einen glatten Quarzblock. So, das war's auch schon. Dann können wir hier die Sachen wegnehmen und das mal ausprobieren. So, nehmen wir diesmal ein Erz. Das Erz in die Mitte. Kohle an die Seite. Und dann warten wir kurz, bis ein Eisen hier einmal durchgebrannt wird. So, da haben wir es kurz gesehen. Und da oben ist es gelandet. Ja Leute, das war's mit der Folge. Recht kurz, ich weiß. Ist aber auch recht klein, deshalb einfach erklärt.
Lasst mal Vorschläge in den Kommentaren da. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.